Kastensteiner, das Radiomagazin für Biker. Die Gäste heute sind die Street Bunny Crew für Hamburg und Umgebung und die Leiterin der Gruppe hier aus Hamburg ist die Ivi. Ivi, erzähl uns doch mal die Street Bunnies, was können sich die Hörer darunter vorstellen? Ja, also die Street Bunnies, wir heißen ja Street Bunny Crew. Wir sind ein eingetragener Motorradverein, der deutschlandweit tätig ist und sich halt für Kindernot einsetzt, für jeden, der unsere Hilfe braucht. Und wie ist das jetzt dazu gekommen, das Hobby Motorradfahren und die Bunnies dabei zu tragen und zu helfen? Wie ist denn das so entstanden? Der Ursprung liegt in Bayern und da ist das halt einfach mal aus so einer Just-for-Fun-Aktion entstanden. Und die Leute haben halt gemerkt, dass sie viel Resonanz bekommen und daran haben wir gedacht, Mensch, man kann das ja ausweiten und damit was Gutes tun. Und somit haben wir unser Hobby damit verbunden, uns für Kinder einzusetzen. Die Leute sehen uns, machen aufmerksam damit und die Menschen freuen sich, uns zu sehen. Und wie bist du dazu gekommen? Ich habe das in Bayern verfolgt. Da hat mich durch Zufall Facebook, ne, die weite Welt, hat mich jemand verlinkt, weil ich ja so ein bisschen verrückt weiß-pink bin und sagt zu mir, ey Ivi, das wäre doch was für dich. Das Ganze habe ich dann anderthalb Jahre in Bayern mitverfolgt und war auch da vor Ort und habe gedacht, das ist so toll, das ist so eine klasse Sache, die brauchen wir auch hier in Hamburg und Umgebung für unsere Kinder. Und dann hast du Freunde von dir angesprochen oder Kollegen, Arbeitskollegen, mehr wahrscheinlich Freunde im Motorradbereich? Ja, genau. Dann habe ich halt ein paar Freunden das vorgestellt und ja, einige sagen halt, ja, klasse Sache, machen wir mit. Andere halten sich im Hintergrund, weil es ja doch sehr viel Aufsehen erregt und es liegt ja auch nicht jedem so. Also ihr fahrt auch immer mit den Bunnies in der Gegend rum? Also ja, wenn wir unterwegs sind zur Veranstaltung oder halt wirklich vor Ort, wir machen halt sehr viel soziale Arbeit auch in Kinderheimen und Pflegeeinrichtungen, fahren wir komplett im Bunny dahin und die Kinderaugen strahlen und alle sind happy. Hallo, hier ist die Ivi von der Street Bunny Crew für Hamburg und Umgebung und ihr hört hier den Rastenschleifer bei Radio Susa.